So, da sind wir wieder. Vorletzter Tag. Vor dem Katalog-Update, generellen Update. Ich habe auch sehr viele Infos gesehen, was es so Neues gibt. Das ist echt krass. Von der Nacht auf morgen kommt übrigens das neue Update auch raus. Also, man kann es aber noch nicht spielen. Das wird halt erst übermorgen geschaltet. Und, ja. Wir werden heute... Oh, Simon One... Ja, ich will Simon One nicht alleine spielen. Es wird sich ja lohnen. Es würde sich lohnen, Simon One zu spielen wegen den Punkten. Aber es ist halt so eine anstrengende Scheiße jedes Mal. So, ich hole mir erstmal die Kapsel für heute. Sowas gestern das erste Mal gemacht. Normal gibt es sowas eher im Topf, aber dachte mir, es wäre vielleicht mal was anderes. Experimentierfreundlich. Wer hat das gestern aber gesagt? Was, das ich, du auch? Nee, klingt doch ganz gut. Finde ich cool. Finde ich cool. Ja, der Effekt ist jetzt nicht so geil, aber ist okay. Ja, ich würde heute, glaube ich, vielleicht ganz normal spielen. Obwohl, ich weiß nicht, wann das nächste Mal die Sachen durchgemischt werden. Das ist übrigens eine Kopfbedeckung vom Katalog. Ist auch immer ganz cool eigentlich. Die lohnen sich alle nicht. Oh, Lauftempo erhöhen? Ja. Konzentration lässt irgendwie gerade wieder nach. 3000. Hä, da steht doch, ich kann nicht. Na, egal. Ich weiß nicht, mit den Eintauschen, ob sich das lohnt, aber irgendwie meist ja nicht anscheinend. So, hast du irgendwas Neues, Relevantes? Den Fisch. Goldfloss Singboss. Der singender Fisch! Das Spiel habe ich leider schon. Hey Nella, hi, was geht? Gesundheit. Wurde im Look sein, da ich mir einen Stream aus meiner Heimat anschaue, um mich etwas weiterzubilden. Okay. Also guckst dir woanders einen Stream noch an, um... Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ach, guck mal, wir haben Abzeichen. Schön. Nee, ich würde sagen, ich würde, glaube ich, ein Kleidungsstück heute wieder aufleveln. Und warum sitzen da so viele vor dem Ding? Und dann würde ich morgen mal schauen, ob wir vielleicht dann rummischen. Ich würde auch vielleicht morgen andere Sachen vielleicht auch spielen, andere Modi. Und ja. Ja, genau. Ah, okay. Ja, dann mach das. Aber schön, dass du dann wenigstens im Look dabei bist. Freue ich mich. Freue ich mich. So, ich glaube, das hatten wir letztens mal erhöht. Ja, okay, ich könnte ja theoretisch trotzdem irgendwie was nehmen, was vielleicht sich auf andere Art lohnt. Auch wenn ich glaube, das ist Ulti-Verstärkung. Ich glaube, da war letztens irgendwie, dass da irgendwas gefehlt hat, ne? Okay, wir hatten hier auch nur zwei Kleidungsstücke, wo sich das irgendwie lohnt. Bei den bei den Kopfsachen. Bei den anderen müsste ich dann reduzieren. Warte, ich guck mal hier. Okay, also Kleidungsstücke hätten wir ordentlich. Und Schuhe hätten wir 3. Okay, wir hätten da auch welche. Also das würde sich zum Beispiel lohnen, wenn wir das erhöhen. Gut, da würde ich jetzt nur gucken, dass wir vielleicht im Bereich Hüte... da irgendwie noch welche zurückstellen. Ich würde... Okay. Gut, dann machen wir Ulti-Verstärkung. So, sortieren wir mal. Ich würde tatsächlich das hier einmal reduzieren. Achso, ich kann auch nur eins. Okay, und ja, und dann haben wir ja 3 Sachen hier. Okay. Jetzt im Stream aus. Sitzi. Ah. Ah. Ja, dann viel Spaß.
Klingt auf jeden Fall interessant. So. Und jetzt gibt's keins, ne? Doch hier. Oh. Ah! Okay, okay. So. Ah. So. Gut, einmal das Haarband. Dann. Warum hat das so eine komische Farbe? Ist das von der Tinte abhängig? Aber ich weiß gar nicht, welche Tinte ich gerade habe. Dann nehmen wir oberteilstechnisch. Haben wir ja ordentlich. Ja, cool wäre eigentlich das hier, weil das ist eine Amiibo-Kleidung. Aber nehmen wir eine andere. Oh. Guck mal das Kettchen an. Das ist ja süß. So. Und so eine Jacke wäre auch cool. Die sieht immer so. Ne, der Grünton ist nicht cool. Aber sonst. Schick, schick. Und hier nehmen wir. Einfach die Schuhe. Ich mag eigentlich nicht die Schuhe, die man so eine hohe Sohle haben. Aber wir haben ja hier genug Zeug. Ne? Und waffentechnisch nehmen wir. Was nehmen wir denn Schönes hier? Aber ich nehme die Airbrush tatsächlich. Nehmen wir die goldene. Können wir ein bisschen aufwerten. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir einmal 20 Kämpfe halt. Einmal das hochleveln und dann können wir danach gucken, ob wir vielleicht noch was anderes hier im Spiel machen oder ob wir etwas ganz anderes spielen. Wir machen heute ganz entspannt, Leute. Und ich bin echt am Überlegen. Ich weiß ja nicht, wie das morgen bei euch aussieht, ja? Ich bin am Überlegen, ob man morgen vielleicht. Weil, wie gesagt, ich habe ja morgen meinen Termin um 10. Ich denke mal, ich bin dann so zwischen 11 und 12 zurück. Ich würde mich dann, glaube ich, nochmal hinlegen, je nachdem, wie wach ich bin. Und wie gut ich die Nacht halt geschlafen habe und bla bla bla. Und ich glaube, ich würde dann. Oh, ich habe die Map so vermisst. Die war auch gestern so toll. Hallo, hau doch ab! Hau! Ich würde dann morgen, ich finde das auch wieder toll. Oh, der geht. Mach es. Ich würde da morgen vielleicht sogar echt lange spielen. Ja, ist ja gut. Also, dass wir morgen. Guck mal, das hätte ja alles mit einfärben können. Das seht ihr nicht. Ne, man muss ja lieber da färben, wo andere sind. Schön wegnehmen, denen die Tinte. Nee, ob ich morgen dann irgendwie nachmittags anfange. Ich weiß noch nicht genau wann. Und ob wir dann auch lange spielen. Ne? Da ist doch gar keiner. Warum sagst du erledigt? Das bringt nichts. Das bringt nur was, wenn da auch jemand bei ist. Wow. Ja, also der aktuelle Katalog läuft halt bis 2 Uhr morgens. Ich glaube nicht, dass ich so lange mache, aber man kann ja mitnehmen, was man will, was man kann. Und da könnte man ja morgen schauen, so, weil dann hätten wir heute ordentlich Kleidung nochmal aufgelevelt, ne? Und da könnte man halt morgen schauen, ob man dann, ob man dann halt zum Beispiel nochmal Simon One am Anfang macht. Ich weiß, das bringt nicht viele Punkte am Anfang, aber dass man zum Beispiel da so sagt, okay, dann haben wir aber nochmal Geld geholt, nochmal Punkte geholt, bla bla bla. Vielleicht machen wir auch später nochmal Simon One, je nachdem, wie lange wir heute machen. Und, also wegen diesen Kapselautomaten und so. Und danach könnte man halt diese anderen Modi nochmal ausprobieren, weil da gibt es ja halt auch ordentlich nochmal mehr Punkte für den Katalog. Ich muss den PC nicht immer verstehen, den PC schon gar nicht. Wie kommst du jetzt auf PC? Och, ich gehe hier gleich raus. Ich finde das ja gut, wenn die sagen. Ich finde das ja gut, wenn die sagen, dass wir die tot sind. Aber doch nicht, wenn da kein Gegner ist. Das sagt man so als Warnung. Ja! Jetzt war da mal ein Gegner.
denn eigentlich die nächsten Spiele, was du streamen möchtest? Ich habe keine Ahnung, weil mein Plan ist aktuell... Ja, wow, wir haben Disconnect. Wow. Und das bestimmt der, der die ganze Zeit... Nee. Wie? Das bringt nichts in den letzten Sekunden zu dir zu sagen. Dadurch, dass ich sowieso meine... Entschuldigung, irgendwie letzten Tages mit Splatoon ist sehr anstrengend, deswegen ich meckere sehr viel. dadurch, dass ich generell nicht weiß, wie die nächste Zeit mit Stream ist und wir jetzt eigentlich hauptsächlich die Stream... Also ich möchte aktuell hier streamen, um Splatoon, um halt den Katalog auf volle Stufe zu bekommen und sowas. Und mir macht es auch momentan Spaß. So abseits davon möchte ich halt mal... So, ich will hier raus aus der Runde. Also ich glaube nicht, dass es der war, der rausgegangen ist, aber die anderen gingen mir echt auf den Sack. So, machen wir eine neue Runde. Ach, welcher Knopf? Egal, ich gehe direkt hier rein. Also ich bin am Überlegen wegen den Lego-Sachen. Müssten wir mal gucken. Ich müsste mir da mal Zeit mitnehmen mit den Lego-Spielen. Dass wir die mal weiterspielen. Also Lego der Hobbit zum Beispiel muss noch komplettiert werden. Da werde ich mir auf jeden Fall irgendwann im Laufe der nächsten Tage halt einen Tag nehmen, wo wir sagen, okay, wir spielen jetzt das Spiel. So, weißt du? Das ist bei den Lego-Sachen. Dann würde ich halt gucken, auch wegen den Lego Dimensions-Figuren von Lego der Hobbit, dass wir das weiterspielen und damit wir dann auch danach direkt das nächste Lego-Spiel spielen können. Abseits von Lego. Also ich war vorher eigentlich sehr stark limitiert auf dass wir halt drei Projekte immer gleichzeitig haben ungefähr. Und das andere Projekt, das war ja dann immer ein First-Party-Nintendo-Titel. Und ich bin jetzt halt so, ja, wenn wir keins haben, haben wir keins. Eigentlich geplant war ja auch Tears of the Kingdom. Das habe ich ja jetzt dann gesagt, nee, ich spiele das lieber für mich. Und nehme mal ein bisschen Zeit für mich. Und ja... Also ich würde sagen, es ist halt so, wenn ich eins habe, dann machen wir das und wenn nicht, dann nicht. Und ich muss sagen, aktuell habe ich nichts. Bin vielleicht am Überlegen, ob wir vielleicht das eine SpongeBob-Spiel spielen, das Schlacht um Bikini Bottom, das Remake. Da hätte ich vielleicht am Überlegen, bin ich aber auch am Überlegen, ob ich das vielleicht selber spiele. Ja und sonst, ich würde vielleicht hauptsächlich nur noch Spiele im Stream spielen, wo ich sage, also nicht wie vorher. Mir ist was aufgefallen. Wir haben sehr viele Spiele nie zu Ende gespielt. Und das sind hauptsächlich Spiele, die ich vorher nie selber gespielt habe. Weil, ich weiß nicht, es gibt sehr viele Spielemarken. Also der Zwang, dass ich sage so, ja, wir spielen das zu Ende, ist halt höher im Stream, weil ich selber würde irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt einfach aus und gut ist. Aber ich würde halt sehr, sehr gerne im Stream halt, weiß ich nicht, eher Spiele spielen, die ich entweder schon mal gespielt habe oder Spiele spielen, wo ich sage, ja, die sind jetzt nicht so anspruchsvoll. Den kommt man da ja auch schauen. Wo kommt auch das neue Fantasy? Was war nochmal Fantasy Live? Achso, das war dieses Farmspiel, ne? Da kommt ein neues? Weil das SpongeBob ist echt mega. Ja, deswegen, ich bin da nur am Überlegen. Ich weiß halt nicht, ob ich das im. Also, ich habe das Gefühl, ich würde das im Stream gut spielen, aber ich weiß halt nicht, ob das so ein Spiel ist, wo ich es generell sagen würde: yo. Wow, das ist super positioniert. Hätte ich gern, bin mit dem SpongeBob in dem Bottom noch nicht mal fertig. Achso, von das. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ja das SpongeBob-Spiel, diese limitierte Edition davon habe ich geholt. In dieser riesigen Kiste. Und das war ja so ein Zufallskauf. Ich wollte es ja eigentlich erst gar nicht. Also ich wollte es mir irgendwann mal holen, aber es war halt nicht geplant, jetzt in nächster Zeit zu holen. Wow. Und ja. Hallo, Herrchenpol. Streamst du mit Viewern? Wenn die Leute nicht fragen, dann theoretisch ja. Das ist uns auf dem 3DS. Ah. Du kannst doch unterschiedliche Nebenberufe für zum Beispiel Zauberer oder Schmied. Ah, ja, solche Spiele sind gar nicht meins. Ich weiß, ich wechsle gerade komplett irgendwie mein Geschmack von Spielen. Also das schleicht sich gerade. Freundescode oder Channel? Das ist eigentlich egal, also du kannst auch gerne im Channel beitreten. Ich glaube, das ist dann im Endeffekt einfacher, ne?
Bonus Code kannst du mir auch gern schicken. Wie gesagt, wenn man nicht fragt, ob man mitspielen darf, dann kann man so oder so mitmachen. So. Gut, Stirnband. Mal gucken, wie die anderen Sachen jetzt werden. Ich spiele übrigens richtig kacke. Ich habe jetzt mal das Skyrim angefangen. Und? Also ich weiß, ich werde mit Skyrim nicht warm. Ich habe einen Kollegen, der spielt das total gern. Und ich habe auch so viel, generell so viel Merch davon und so. Und ich habe auch sehr viele Versionen. Ich habe, glaube ich, zweimal die PC-Version. Dann habe ich die Switch-Version. Ich glaube, für eine andere Konsole, aber irgendwie. Ey, Kugelfisch. Ja, und selbst. Nicht so. Ja, ich weiß nicht, das ist so. Ich mag die Idee. Ich mag die Idee bei Skyrim, aber irgendwie, ich finde tatsächlich, ich verstehe tatsächlich gar nicht, warum das so abgehypt wurde. Weil ich finde, selbst für die damalige Zeit, finde ich das Spiel nicht so geil. Aber oh, oh, oh. Sag das bei ihm. Die Frage ist raus. Ja, wie gesagt. Ach. Ja, ich bestätige einfach gleich. Dann kannst du einfach gleich in der Lobby da rein sein. Nur ich spiele halt ganz normal und nur, weil ich möchte meine Kleidung aufleveln und spiele Leute scheiße. Weil ich komplett unkonzentriert bin. Auch eine Anfrage schicken. Ja, ja, mach. Also du bist ja schon länger dabei, dann klar, gerne. Schick mir die am besten gleich, weil dann kann ich die direkt beide bestätigen. So. Können die mal ausweichen. Wenn ich auf die volle Pulle draufballer, kann ich nie so weit. Guck mal her, mein Freund. Ich glaube, ich nehme gleich die Blubbelwaffe oder so. Dann kann ich ein bisschen aus der Deckung schießen. Und treffe dann trotzdem nicht. Schauen, ob ich... Ja, oder schick die später. Du willst ja, glaube ich, nicht mitspielen, oder? Oder willst du mitspielen, dann... Kannst einfach schicken, wenn du möchtest. Achso, für die Leute, die halt hier mit wie heißt das andere Ding nochmal? Nicht Freundescode, mit Gruppe spielen wollen, einfach der unterstrich Spaß eingeben. So wie der YouTube-Kanal, der Gameplay-Kanal, der Gameplay-Kanal. Oder wie mein Name hier auf der im Spiel. Und mit Unterstrichen richtigen Strich. Nicht ausgeschrieben. Channel, genau, der Channel. Der Channel. Ach Mann, nein. Unkonzentriertes Todes. Ich habe links gar nicht viel gefärbt. Ne, wegen habe ich gleich die 1000 voll. Ich nehme mal das hier schon mal mit. Ne? Bestimmt bin ich hier vorhin lang gelaufen, hab's nicht mitgefärbt, ne? Ich hab mal gesagt, dass ich die Map hier gar nicht so mag. Hey, ist das nicht der von gestern, der Troll? Okay, dann halt nicht. Was nicht will, will nicht. Jetzt bin ich trotzdem ganz oben mit den Punkten, hab die meisten Kills. Nein, die Kills hab ich garantiert nicht ganz oben. Da kommt der Senryu. Oh! Vielen, vielen Dank, Herrchen Kohl. Herrchen Kohl. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Vielen, vielen Dank für das Follow und herzlich willkommen, herzlich willkommen. So. Tatsache, ganz oben. Ja, gut, aber die Kills einer. Der einer 10. Gesundheit.
So, dann wollen wir noch mal schauen. Wo haben wir es denn? Ja, cool, okay. Sogar Fox McCloud. Schön, schön. Gut, ist bestätigt. Dann kannst du einfach gleich so in die Lobby dazukommen. Also ich spiele ganz normal Standard und ohne wie heißt das hier? Ohne Gruppe, einfach normal. Dann können wir einfach die Leute dazu joinen. Ohne viel Wartezeit. Nee, aber so mit Stream, ich weiß nicht, also wenn ihr irgendwie einen Wunsch habt, wisst ihr, könnt ihr Bescheid sagen, aber ich bin gerade so am Überlegen, ob man generell im Stream vielleicht mal Spiele spielt, wo ich nicht dann sage, yo, das lade ich dann halt auch auf YouTube hoch, sondern einfach irgendwie was Entspanntes halt, ne? Johnny, yo, mach das. Ich wollte die Blubbelwaffen nehmen, ne? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Aber ich weiß halt nicht was. Ich habe schon sogar überlegt, ob man mal guckt wegen, keine Ahnung, ich würde auch mal gerne irgendwie OOT Randomizer spielen. Weil da habe ich schon seit langem Interesse. SMM 2. Erstmal Super Mario Maker. Habe ich erstes nicht und habe ich kein Interesse dran. Ich habe auch den ersten Mario Maker habe ich nicht viel gespielt. Ich hatte da mal so ein bisschen und dann hatte ich auch Community Level gemacht, aber ich muss auch sagen, ich mag Mario 2D Spiele, aber ist halt auch nicht auf langer Dauer interessant. Ja, ich habe auch schon gedacht, ob ich mal wieder bei Metroid gucke, ob man wieder, weiß ich nicht, öfters Metroid Red spielt. Aber irgendwie ist das so, ich mag die Spiele, aber ich finde irgendwie so, wenn man das zweimal, obwohl Metroid Red habe ich dreimal gespielt, ja, dreimal. Und wenn man das dreimal spielt dann schon, also ich muss sagen, beim zweiten Mal war es schon so, ja, nochmal. Liebe Mario, ich mag auch Mario, aber ich muss sagen, ich finde irgendwie bei den 2D-Teil Spielen mag ich lieber, ich spiele lieber Donkey Kong Country dann. Also die neuen, die alten mag ich ja auch nicht so. Oh nein, ich bin ein Ketzer. Nein, shit. Ist der auch cool? Jackbox, was ist denn Jackbox? Muss irgendwie jedes haben. Ja, weiß ich nicht. Also, meinst du jetzt, was meinst du Mario alles? Also auch Sportspiele und so, weil da bin ich dann auch meist raus. Also besonders sowas wie bei Mario Strikers. Also da bin ich auch echt froh, das nicht geholt zu haben, nachdem auch echt wenig Inhalt drin war. Aber ich mochte auch die damaligen Strikers-Spiele nicht. Ja, und sonst, also die 3D-Teile, klar, aber da gibt's ja auch 5? Warte mal. Nee, mehr mit 3D World und Land. Ja. Halt sind natürlich besser. Puh, kommt drauf an. Also ich muss sagen, bei den 2D Mario bin ich tatsächlich eher auf der Seite von den Super Mario Teilen. Aber viele Mario Worlds sagen, aber ich bin damit halt nicht aufgewachsen. Und bei den 3D Teilen bin ich auch später. Guck mal nach Jackbox Party. Aber bestimmt kenne ich das. Ich kann jetzt nichts mit dem Namen anfangen. Das kann man auch mit vielen spielen. Dann. Ich suche eher ein Online. Ein Solo-Spiel. Ach, die. Nee, das interessiert mich nicht. Das gibt's auf der Switch. Das haben wir mal. Das habe ich mal angemacht und dann habe ich das aber. Weil du konntest das mal eine Woche gratis spielen und das habe ich dann auch direkt wieder ausgemacht, weil ich da echt kein Interesse dran hatte. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da überhaupt. Ich hab da nicht erwähnenswert viel gemacht. Oh! Okay. Noch eine Runde warten. Ah, komm, ich mach so eine Freundesgruppe auf, dann kannst du direkt da mal reintreten. Müssen wir nicht so lange warten.
stehe ich auch nochmal auf. Also kannst beitreten. Und dann kann ich auch gleich nochmal die Waffe wechseln. Mario Party oder Kart wäre auch toll gemeinsam. Ich hatte letztens Mario Party hier, aber ich habe es nicht gespielt. Ich habe es von Sanrio beide für die Switch ausgeliehen, aber ich muss auch sagen, ich habe generell kein Interesse. Kommst du noch dazu oder gleich erst? Ja, und Kart haben wir ja schon. Also Kart spielen wir zwischendurch mal gemeinsam, deswegen. Und Party habe ich schon wieder abgegeben, weil ich muss auch sagen, ich mag kein Mario Party. Ich finde Party ist so. Weiß nicht, ich finde, das ist so zufallsbasierend. Ich finde nur die Minispiele davon lustig, aber alles drumherum ist halt überhaupt nicht meins. Da kann ich auch lieber ein Brettspiel. Ich liebe Brettspiele zu spielen, aber bei sowas. Nee. Okay. Ja. Ja, komm, ich behalte die Wanne. Hier gibt's auch. Ja. Na ja, komm, dann mach ich eine normale Runde auf. Dann kann wer da mitspielen möchte, kann dann dazutreten. Nee, ich suche halt, weiß ich nicht. Also es soll schon irgendein Spiel sein halt auf der Switch und irgendwie was ich, weiß ich nicht, einfach so aus Spaß. Ich muss ja auch Spaß dran haben, weil gerade habe ich irgendwie nicht so Bock auf irgendwelche Spiele, die, weiß ich nicht. Muss schon irgendwas Lustiges sein. Ja, warte mal, ich habe wieder eine Teamrunde gemacht. Nein, du sollst doch. Bin ich doof? Da, Standard. Ja. Ich hätte auch irgendwie Bock, einfach alle Zelda-Teile nacheinander nochmal zu zocken. Hauptsächlich die 3D-Teile. Einfach OOT, MM, TWW, TP. Okay, Skyward Sword jetzt nicht unbedingt. Das hat mir letztes Mal gereicht. Also ich mag das Spiel, aber das hat halt nur Elemente, wo ich mir denke, boah. Vielleicht wenn ein neues Remake erscheint. Obwohl, Twilight Princess auf der Wii bin ich am überlegen. Das wäre vielleicht ganz lustig. Weil ich habe ja schon die Dings-Version gespielt. Und dann, also die Wii U. Obwohl, man könnte auch Wii U in Master Mode spielen. Und danach vielleicht irgendwann mal nochmal den Master Mode im extra schwer mit dem Ganondorf Amiibo. Da wird halt alles dann nochmal schwieriger. Ist voll im Regen, der ist voll im Regen. Super. Weil ich weiß gerade gar nicht, welches Spiel es noch so gibt. Ja, und dann ist halt auch die Frage, weil zum Beispiel Ocarina of Time, ob der Switch. Ich würde dann lieber die GameCube-Version einfach zocken und. Weiß ich nicht. Ach Mann, aber mit Ocarina of Time habe ich sowieso noch einen Plan, also deswegen will ich das auch gerade ein bisschen schieben. Ich werde es später oder morgen knapp machen. Jo, alles klar. Dann füttern die Kinder mal schön. Dann dir noch einen schönen Abend, falls man dich nicht hört. Mann! Wo ist die Tinte wieder? Da! Mhm. Ui! Sehr schön. Was war da noch hier? Hä? Ach so. Auch natürlich war wieder schön und entspannt, aber vielleicht schaffe ich es ja. Ja, alles gut. Mach auch
mach auch selbst entspannt, ne? Das ist die Devise. Kein Stress. Alles gut. Deswegen, ich weiß auch nicht, wie lange ich heute mache. Vielleicht mache ich wieder so lange wie gestern. Vielleicht mache ich heute auch kürzer. Ich weiß es halt nicht. Also ich will auf jeden Fall jetzt erstmal hier so ein paar Runden Splatoon spielen. Ich will ja den Katalog heute auf volle Pulle bekommen. So, also so weit wie es geht. Und halt parallel dazu die Kleidung schön leveln. Auf. Ja, ich sollte mal vorher gucken, wo ich eigentlich stehe. Das ist nicht so produktiv. Das ist nicht so produktiv. Ich verstehe nicht. Man sieht, da wird alles eingefärbt. Also Vollgas. Vollgas? Nein, sondern schon. Nein, Vollgas? Nein, bitte nicht. Ah! Und der Bass stellt sich wieder dumm an. Benutzt doch den, keine Ahnung, wie der hieß. Egal. Jo, und wieder verloren. Haben wir überhaupt einmal heute gewonnen? Ich weiß es nicht. Oh, wir haben gewonnen. Und da haben wir ersten Sieg des Tages. Hat ja auch lange gebraucht. Und Geldbonus hat jemand an. Cool. Das bringt uns auch gerade viel. Also wirklich, das bringt uns viel. Wir sind auch kurz vor Stufe 80. Nice. Und ganz oben 4 Kills. Nice.